Nimm das Relikt mit dir. Du kannst es vielleicht gebrauchen. Sie sagt in ihren Bedingungen ihrer Bindung zusammen. Gewährt schnelles Aufbäumen. Der Benutzer stachelt die Feinde um sich herum zur Rebellion an. Diese Zeile ist für kurze Zeit bezaubert und ihre Macht, Verfassung und Gewandtheit werden erhöht. Hm. Ja. Gewährt Leben durch den Tod. Der kriegt mal Verrat und Xote kriegt Leben durch den Tod, solange es geht. Zauberbuch Schmuckstücke. Ist nämlich auch interessant, dass man das in den Slot packen kann. Was haben wir hier? Hämmer aus weißem Nichts. Wir werden in Fehlschläge umgewandelt von Waffen. Der sieht schon mal lustig damit aus. Was hat das Ding nochmal gebracht? Hm. Nö, da ist das besser. So, die Kapuze ist auch so besser. Hm. Platte des Wächters. Ja, wäre die Erholungsgeschwindigkeit nicht so schlecht. Oh, nebenbei. Plus 2 Schildabwehr, jedes Mal, wenn der Trigger verfehlt wirkt. Wirkung vervielfacht sich 5-mal. Hm. Ich muss 100-mal muss das procken. Okay. Well, this will impress them, ladies. Yes. As you wish. Be careful. Ach, ein Seelenernter. Oder Seelensammler. Real quiet now. What do you need? What can I do you for? Warum wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich glaube nicht daran, dass er alleine ist. Okay, ich denke, wenn ich Xoti zurückschicke. Ich kann sie nicht zurückziehen, falls sie eingekesselt ist. Ah, das ist unschön. Habe ich noch irgendwas noch eine gute Heilung? Mach mal den niederen Avatar. Can't make a dent. Das soll ich vielleicht öfter benutzen, ist recht hilfreich. So. Hm.
What can I do you for? Question watcher? Yes, happy to oblige. Gut, den sind wir los. Let's take a look. Da ist gerade eine Seele verschwunden. Okay, auch gut. Da ist noch ein Tor. Da ist noch eine Seele verschwunden. Ich guck erstmal, wie weit wir ohne Tore kommen. Trusty. What can I do you for? Hey. Ha. Na kommt. Smart stony. Need something strong. So, dann hauen wir mal alles Mögliche raus. Wen sollte sich vielleicht etwas weiter wegstellen, dass sie nicht so viel auf den Deckel kriegt. Gut, Nummer Uno ist weg. Eine Geschosssalve. Bitte, mal gucken, wie stark die ist. Der teilt ihn mal ein bisschen. Dann kriegt er auch noch einen Herzschuss ab. Okay, mit der Geschosssalve muss ich aufpassen. Und ich muss auch wirklich aufpassen, dass niemand vor Hagrim steht. Oh, Xodia die Falle entschärft. Auch gut. Nice and quiet. Da ist eine Truhe, zu der ich noch nicht komme. Also ja, bis jetzt haben wir drei Tore. Drei Tore und noch kein bisschen Seele. Na, gucken wir mal, was hinter Tor Nummer 1 ist. Oh, das führt uns in innere Gefilde. Auch gut. Wow.
We gather in the sight of Wotica and Wal to thresh truth from falsehood and see justice upheld. Wir haben uns unter den Blicken Wotikas und Wales versammelt, um die Wahrheit aus der Lüge zu dreschen und die Gerechtigkeit zu bewahren. Die Stimme scheint aus keiner bestimmten Richtung zu kommen, aber die Gestalten vor dir zeichnen das Bild eines laufenden Prozesses. The matter before this tribunal tonight. Heresy. Die Angelegenheit, mit der sich das Tribunal heute Nacht beschäftigt, Ketzerei. Der Dolch des gebundenen Geistes, den du dich an dich genommen hast, fühlt sich warm an und sondert ein öliges schwarzes Sekret ab. Den zerbrochenen Dolch verwenden, um die Rolle eines Zeugen zu übernehmen. Dein Blick aus den verhüllten Zeugen heraus erlaubt dir, sowohl die Inquisitorin als auch die Angeklagte zu sehen. Letzter erkennst du als den Geist, der in der Nähe des Portals weiter oben gebunden ist. You hereby stand accused of rejecting the orthodoxy delivered unto us by the universal divinities. Du wirst angeklagt, die Orthodoxie abgelehnt zu haben, die uns von den universellen Göttlichkeiten übergeben wurde. In your malice, ignorance and hubris, you would assault the very foundations of civilization. In deiner Boshaftigkeit, Ignoranz und Selbstüberschätzung hast du die Fundamente der Zivilisation selbst angegriffen. How do you answer these charges? Was sagst du zu diesen Anschuldigungen? I bear guilt for many things. But in my service to the divine, I have never wavered. Never once. Ich trage die Schuld für viele Dinge, aber meine Dienst für die Göttlichen habe ich stets gewissenhaft vollführt. Nicht einmal habe ich geschwankt. Nichts sagen. No person present disputes the facts. Your words and actions are a matter of record, confessed by your allies and confirmed by innumerable eyes. Keine anwesende Person bestreitet die Fakten. Deine Worte und Taten sind gut dokumentiert, dank der Geständnisse deiner Verbündeten und den Berichten unzähliger Augen. It seems my guilt a foregone conclusion. Why then bother with this farce? Es scheint, als würde jeder bereits von meiner Schuld ausgehen. Warum dann all die Mühe, um diese Farce aufrechtzuerhalten? Das ist eine berechtigte Frage. Die Inquisitorin wendet dir ihr maskiertes Gesicht zu. We would thank you to keep your tongue civil or stilled, lest it be removed. Wir wären dir dankbar, wenn du deine Zunge im Zaum halten könntest, sonst lassen wir sie entfernen. Sag nichts. Erneut richtet sie sich an die Anklage. This body provides you with a final chance to ameliorate the sins you have heaped upon yourself. Das Gericht gewährt dir eine letzte Chance, dich der Sünden zu entledigen, die du dir selbst aufgeladen hast. If you choose not to admit fault, not to display contrition, then you shall bear the full burden of your transgressions with you to the wheel. Solltest du dich dafür entscheiden, deine Verfehlung nicht zuzugeben, keine Reue zu zeigen, dann wirst du die volle Schwere deiner Sünden mit ins Rad tragen. Then declare your sentence. What example will be made of me? Dann komm zu deinem Urteilsspruch. Was für ein Exempel wird an mir statuiert? Your eyes shall be plucked from their sockets and turned upon you, that you may fully examine your deficiencies. Deine Augen sollen dir ausgerissen werden, auf dass man sie auf dich selbst richte und du deine eigenen Fehler erkennen kannst. Nichts sagen. Then you shall be chained within a copper tub and your skin opened at 27 points, that your spirit might better fly your corrupt flesh. Dann wirst du in einer Kupferwanne festgekettet und deine Haut an 2 Ritzen und 7 Stellen geöffnet, sodass dein Geist deinem korrumpierten Fleisch besser entweichen kann. Once purified, your soul shall be bound within an animat, that it may serve the gods forevermore. Sobald sie gereinigt wurde, wird deine Seele an einen Animat gebunden, der den Göttern auf ewig dienen kann. Der Kopf des Geistes sinkt, ihr Haar bedeckt ihr Gesicht. Preiset die Götter. Ich nehme nicht an, dass ich den Animaten später bekommen könnte. Silence! Schweig, nichts sagen. The sentence has been pronounced, and so shall it be carried out. Partikel der Überzeugung? Be to the gods. Das Urteil wurde gesprochen und so soll es vollstreckt werden. Lob sei den Göttern. Du hast einen Gegenstand erhalten, Partikel der Überzeugung. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Oh Gott, ey. Ich kann an diesen Erinnerungen eh nichts mehr ändern.
Das Einzige, was ich jetzt... Also habe ich gedacht, ich lasse es mal passieren, aber das ist ja wirklich grauenvoll, ey. Ja, Adra-Säule. Ah, hier ist auch noch eine und da ist sicherlich auch noch eine, aber... Ich werde jetzt das Spiel erstmal speichern. Das wäre jetzt LP 064. Dann gibt es jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.